Hallöchen, es geht weiter mit Sekiro, wo ich immer noch nicht so genau weiß, wo wir überhaupt sind. Sind wir immer noch in der, wie auch immer die Welt genannt wurde, oder nicht? Ach ja. Aber wir wollten mit dir reden, ne? Gucken wir uns doch erstmal um. Ist hier was? Irgendetwas? Irgendeiner Form? Nee. Nee. Hier? Nope, 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 nope. Was hast du uns zu sagen, meine Teure? Wüsste ich auch gerne. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Da, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Ah, ja, wir sterben. Warte kurz. Warte kurz. Nur einen Augenblick. Hi, ich bin zurück. Genau. Sterbliche Klinge, ein Odashi, das Unsterbliche töten kann. Seine blutrote Klinge nimmt jedem das Leben, der sie zieht. Es wurde lange im Senpo-Tempel versteckt und nur jemand mit der Macht der Auferstehung kann eine so furchterregende Waffe führen. Ihr wahrer Name ist eingraviert. Gütiges Geschenk der Tränen. Führen wir sie jetzt oder Schwert blitzt auf, schneidet euch Feinde und hinterlässt einen rötlich-schwarzen Nebel. Bla 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 bla. Können wir noch mit ihr reden? Genau. Ja. Genau. So ist es. まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど流因は人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私も。あなたの一助となりましょう。
Reiß aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Es stellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität her. Wieder her. Selbst bei nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenblutes für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll. Er stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. Dankeschön. Lass mich mal kurz gucken, wo müssen wir denn hin? Sterbliche Klinge. So, zurück zu der eigentlichen Frage. Wo muss ich hin? Oh, ich glaube. Stirb. Okay. Wir können die jetzt töten, aber was bringt uns das? Ich weiß es noch nicht genau, aber maximale Anzahl an Geistesemblemen. Muss ich das machen? Oh, okay, wir brauchen zwei von den Dingsies, ihr wisst schon. Zwei Fähigkeitspunkte, genau. Oh nein, oh nein. Er ist wieder da. Ihr seid wieder da. Ach, warum seid ihr nur wieder da? Seid doch so nervig. Ah, Hilfe, Hilfe! Aua. Hilfe! Mama! Mama! Hilfe! Hilfe, Mama! Wie kann der mich noch nicht erwischt haben?
Bombenauto. Ah! Bombe! Ah! Hilfe, Mama! Mama! Hilfe! Oh Gott! Ah! Nein! Weg. Klar. Mein Gott. Habe ich jetzt endlich Ruhe. Ich wollte doch nur gucken, wo der Kack hinführt. Und nicht 5 Jahre gegen alle Leute kämpfen. Ach ja. Das war lächerlich. Ah! Nein! Lass mich raten. 992. Wollt mich doch wohl verarschen. So. Und nun? Denke, wir gehen noch mal kurz grinden. Und danach machen wir weiter. Aber ich würde jetzt echt gerne grinden. Also, eigentlich nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Lass mich nochmal rasten, bitte. Hä? Ich dachte, die hätten wir schon gefunden. Die haben wir doch schon lange gefunden. Ich habe mich doch dahin geworbt. Du Vollidiot. Da, genau. Noch mehr, die auf mich draufhauen. Weg. Stirb. Klar. Ah.
Okay, ich habe auch was gelesen, nämlich, dass wir mit dem Bluten warten sollten. Ah, das ist mir egal. Wisst ihr, wie egal mir das ist? Wir kriegen so schon genug Loot. Von daher brauchen wir das nicht noch irgendwie zu maximieren, sondern einfach die Zeit. Irgendwie stelle ich mich nicht besonders geschickt dabei an, gerade. Gib mir mal die... Stirb, klar. Die anderen auch. Mein Gott. Weg. Nee, eigentlich brauchen wir... Wir brauchen das Geld, weil wir halt irgendwo noch einen Händler treffen müssen. Und der braucht viel Geld. So, das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo dieser Händler steckt. Ihr meintet wirklich, dass es die beste Sache ist, eure Wände aus Papier zu machen, habe ich recht? Ach. Ja, ja, wir sollen gehen und den jungen Herrn retten. Hi, Bogi. Bye, Bogi. Oh, yeah. Nee, im Endeffekt, wir werden jetzt hier rasten, den ganzen Weg nochmal gehen. Aber die haben wir doch schon gefunden. Hä? Was läuft hier jetzt falsch? Wir sind doch nicht in einem neuen Gebiet. Hier waren wir doch schon. Das ist gerade so das, was... ich mich frage, aber... Ach, ja, ach, ja, ja. Ach, wir könnten mal einen Reichtumsballon hier benutzen. Auch wenn wir nicht mehr so viele davon haben, aber trotzdem. Wir brennen doch gar nicht mal so sehr, ne? Weg. Klar? Oh, das ist eine Menge, Menge Geld. Und auch eine Menge Upgrade-Materialien. Weil, was ich mit dem Geld vorhab, wir hauen das nicht auf den Kopf. Also, vielleicht etwas, um, ihr wisst schon, Module zu upgraden. Ah, das meiste werden wir in Geldbeutel investieren. Damit wir es halt absichern. Und wenn wir es absichern, können wir es uns zu einem Punkt wiederholen, wo wir es brauchen. Ja, wir verlieren 10% unseres Geldes. Aber eben nur 10%. Ansonsten verlieren wir ja 100%, ne?
Ich finde, das ist ein guter Punkt. 10% oder 100%? Ja? Was ist weniger Verlust? Ja, richtig. 10%. Ihr gebt irgendwie gar nicht mehr so viele Fähigkeitspunkte. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber nicht so, dass ich sagen würde, jo, Alter, das ist kacke, wir müssen woanders hin. Nee, nee. Wir sind ja in erster Linie hier, um Geld zu bekommen, ne? Und für Geld ist dieses Gebiet einfach perfekt. Weil wir haben sehr, sehr viele einfach zu besiegende Gegner, die wertvolle Sachen droppen. Manchmal auch Verbesserungsmaterial. Und das reicht mir eigentlich. Obwohl ich sehr, sehr gerne, ihr wisst schon, mehr Leben pro Todesschlag wiederherstellen würde. Das wäre schon sehr, sehr nett. Aber ist nicht zwingend, ist nicht zwingend meine Priorität des Farmens. Meine Priorität des Farmens ist eher, Geld zu kriegen, ein paar Upgrade-Materialien. Und wenn dabei so ein, zwei Fähigkeitspünktchen rausspringen, würde ich nicht sagen, oh mein Gott, wie scheiße und schrecklich, sondern eher, oh, das ist gut. Aua. Und ja, ansonsten, was ich noch erwähnen kann, ich bin ziemlich grantig deswegen, dass ich meine Spiele nirgendwo anders mehr kaufen kann als auf Steam. Ich will sie doch einfach nur im Regal stehen haben, wie jeder Konsolenspieler. Warum darf ich das als PC-Gamer nicht? Ja, für mich persönlich würde es kein Problem machen, wenn ich es auf Konsole spiele. Aber das Problem, was ich habe, ist halt, ihr wisst ja, wie man normalerweise damit verfährt, wenn man Sachen von Konsolen aufnimmt. Man braucht eine Capture-Card. Wisst ihr, wie schweineteuer gute Capture-Cards sind? Die billigsten gibt es ab 300 Euro. Und dann muss man auch noch eine haben, die kaum Verzögerung hat, weil sonst könnte ich ja nicht sehen, was ich überhaupt spiele. Und aus diesem Grund muss ich jedes Spiel, von dem ich mir denke, ja, vielleicht möchte ich da irgendwann ein Let's Play zu machen, ich muss es einfach auf PC haben. Denn das ist mir zu großer preislicher Aufwand. Weil ich krieg kein Geld dafür, ich mache das nur, weil es mir Spaß macht. Und da will ich jetzt nicht auch noch 300 Euro für so ein Capture Card Dings ausgeben, was ich
Und ja, das ist halt einfach mein Problem dabei. Normal würde ich dann sagen, okay, kaufe ich es mir halt für die PS4. Kaufe ich es mir halt für die PS3. Aber das kann ich halt nicht. Und ihr mögt jetzt sagen, ja, es gibt aber auch billigere Capture Cards. In der Tat, aber die sind da meistens so kacke, dass sie eine ziemlich große Verzögerung haben. Und was bringt es mir, wenn ich es zwar aufnehmen kann, aber dafür Spiele wie der letzte. Ja. Wie quasi jemand, der nicht sieht. Ja, was, was für einen Effekt hatte das überhaupt? Weil bei den meisten muss man das ja mit Signal über die Capture-Card laufen lassen. Und wenn das passiert, hat man dann die Verzögerung von der Capture-Card drin. Was wiederum heißt, man sieht das, was man im Spiel macht, nicht direkt, sondern mit einer Verzögerung. Ist ungefähr so wie, nehmen wir mal an, ihr spielt League of Legends oder Call of Duty online. Wenn ihr da einen hohen Ping habt, könnt ihr da was ausrichten? Nein? Ja, das dachte ich mir. Und genau so ist das halt. Man kann einfach nicht gescheit arbeiten. Wenn man es denn arbeiten nennen will. Auf jeden Fall kann man da nicht gescheit spielen. Und das wäre halt einfach Kacke. Und außerdem, ja, ich habe mir eine PS4 Pro geholt, aber ich spiele so kaum auf ihr, weil. Nee. Es ist halt nicht so meins. Ja, PC spiele ich auch immer mit Controller, aber ja, das ist doch irgendwie was anderes. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hey! Och, alles gut, alles gut. Oh, ein Kürbissamen. Ja. Verdammt. Emma, wo bist du, Emma? Emma. わしには関わり合いのない話だ。礼を言う。少し目の影が薄くなったようじゃ。ん？なんだと。それで何か用か。Was könnten wir denn an Verbesserungen herstellen? Phantomkunai. Dafür brauchen wir mehr davon. Okay, wir könnten Zenwurf machen, aber ich sehe nicht, inwiefern mich das. Rettet, wir könnten Spalten. Korkenziehersturm. Oh. Okay. Ja, an für sich. Könnte eine Tasse Tee. Oh, okay. Denn
Lass mich mal kurz. Wo ist Emma? Oh, könnten wir dich umbringen? Ja. Momentan nicht. Zumindest nicht im Moment. Vielleicht später. Okay, wir müssen wohl noch in Kuros Zimmer, damit wir wichtige Orte. Ich würde nämlich gerne mehr. Ihr könnt es euch schon denken, denn dafür haben wir den Kürbis haben. Mehr Aufladungen meiner Heilung haben. Was? Nein. Doch. Was? Abbrechen. Dann reden wir halt nicht mit denen, wenn das eine lange Story gibt. Nein. Ich hoffe, ich hab's jetzt nicht für immer weggeskippt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann und ciao.